In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie Ihre persönlichen Benachrichtigungs- und Standorteinstellungen in TAM konfigurieren, um Aufträge über die Plattform abwickeln zu können. In der Hauptmaske wechseln Sie in das Hauptmenü. Dort finden Sie im Menüpunkt Selbstverwaltung alle Funktionen zum Einstellen der von Ihnen gewünschten Benachrichtigungsoptionen beim Eintreffen neuer Aufträge, die Möglichkeit zum Erfassen Ihrer persönlichen Ortsangaben, also derjenigen Gebiete, in welchen Sie Aufträge abwickeln möchten, sowie die Funktion zum Ändern Ihres individuellen Kennworts. Im ersten Schritt aktualisieren Sie Ihre Benachrichtigungsoptionen. Informationen zu neuen Aufträgen können Sie per E-Mail oder SMS erhalten. Aktualisieren Sie bei Bedarf die hinterlegte E-Mail-Adresse und geben Sie Ihre gültige Handynummer ein. Eine Landesvorwahl ist hierbei nicht erforderlich. Beide Benachrichtigungsoptionen können nun einzeln deaktiviert oder aktiviert werden. Nach dem Speichern werden Sie vom System informiert, dass Ihre aktualisierte Handynummer zur Sicherheit verifiziert werden muss. TAM sendet Ihnen nun eine SMS an die eben angegebene Rufnummer. Diese SMS erhalten Sie innerhalb weniger Sekunden. Mit dieser SMS erhalten Sie einen vierstelligen Code, den Sie in TAM erfassen und mit einem Klick auf Prüfen bestätigen. Nach erfolgreicher Verifizierung ist Ihre neue Handynummer freigeschaltet und kann zur Benachrichtigung bei neu eintreffenden Aufträgen verwendet werden. Nun können Sie über das Hauptmenü innerhalb der Selbstverwaltung die für Sie relevanten Ortsangaben erfassen. Ortsangaben in TAM sind wichtig, da Ihnen das System nur diejenigen Aufträge zur Abwicklung vorschlägt, die sich innerhalb der von Ihnen abgedeckten Regionen befinden. Eine vollständige und korrekte Erfassung ist also unverzichtbar, um mit TAM arbeiten zu können. Um einen neuen Ort zu erfassen, klicken Sie auf Hinzufügen. In das nun offene Fenster erfassen Sie die Adresse mit Angabe von Straße, Postleitzahl und Ort. Zusätzlich ist die Angabe eines Umkreises erforderlich. Dieser Radius um die angegebene Adresse herum beschreibt somit das Gebiet, in dem Sie Aufträge von TAM erhalten möchten und auch abwickeln können. Wählen Sie hier eine der vorgegebenen Kilometerangaben aus. Nach einem Klick auf Speichern wird der eben erfasste Eintrag in der Liste Ihrer Orte dargestellt. TAM ergänzt hierbei automatisch die für die Entfernungsberechnung erforderlichen Geokoordinaten. Zusätzliche Orte, die Sie mit Ihren Dienstleistungen abdecken können, werden erneut in identischer Weise hinzugefügt. Nach Vervollständigung Ihrer eigenen Orte bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf Speichern. Damit sind die von Ihnen abgedeckten Gebiete in TAM hinterlegt. Zum Ändern Ihres bestehenden Kennworts, welches zur Anmeldung an TAM erforderlich ist, können Sie innerhalb der Selbstverwaltung die Funktion Kennwort ändern auswählen. Erfassen Sie im neuen Fenster Ihr bestehendes Kennwort sowie das gewünschte neue Kennwort und wiederholen Sie dieses aus Sicherheitsgründen nochmals. Beachten Sie dabei die geltenden Kennwortrichtlinien. Ihr persönliches Kennwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein, sowie aus Groß- bzw. Kleinbuchstaben bestehen und Ziffern oder Sonderzeichen enthalten. Ein Klick auf Speichern hinterlegt nun Ihr neues Kennwort, welches ab dem nächsten Anmeldevorgang am System Gültigkeit hat. Damit sind die Einstellungen innerhalb der Selbstorganisation von TAM abgeschlossen.